Schon um 6 Uhr früh macht sich Damian Felchlin auf den Weg zur Arbeit. Mit Scooter und S-Bahn von einem Vorort ins Zentrum von San Francisco. Ja, es gehört dazu, hier in der Bay Area früh aufzustehen, bis am Abend spät zu arbeiten, wenn man etwas erreichen will. Es ist eine gute Möglichkeit für mich, auch meine E-Mails zu checken, die von der Schweiz gekommen sind. Wir haben ja 9 Stunden Zeitdifferenz. The doors are closing. Leben in der Großstadt. 45 Minuten dauert der Arbeitsweg. Damian, aufgewachsen in Schwyz, arbeitet zurzeit im Schweizer Konsulat. Er berät und unterstützt Schweizer Start-up-Unternehmen und KMU, für die es oft nicht einfach ist, sich in der US-Geschäftswelt zurechtzufinden. Man hat einfach das Gefühl als Schweizer, ja, ich schaue ja Hollywood und ich kann Englisch, ich verstehe die amerikanische Kultur. Und ich persönlich, auch nach 6 Jahren, habe immer wieder die Erlebnis, muss sagen, wow. Die Amis sind völlig anders, als dass ich mich das gewöhnt bin von der Schweiz. Damian vor 6,5 Jahren. Für ein Praktikum zog er mit nur einem Koffer von der Schweiz nach New York um. Er fand eine dauerhafte Anstellung und blieb in den USA. Das Leben als Auslandschweizer, ein Leben mit Vor- und Nachteilen. Es ist sehr schön, dass ich mit meiner Partnerin, die ich in New York kennengelernt habe, kann hier leben, dass wir unter dem gleichen Dach können wohnen und miteinander das Silicon Valley auch erleben. Ich als Schweizer, der die Schweiz selber aufgewachsen bin, vermisse sehr, sehr fest Berge und die Familie und die Freunde. Also das ist etwas, wo man, das Heimweh, das kann man nicht einfach so weglegen. Das ist immer rum. San Francisco, Stadt der Gegensätze. Wirtschaftsboom und ausufernde Immobilienpreise. Für viele ist das Leben hier unerschwinglich geworden. Die Wohnungsnot ist allgegenwärtig. Es ist sehr traurig. Es ist eigentlich unglaublich, dass im Silicon Valley so Szenen passieren. Man gibt ja diesen Startups Kapital, damit sie schnell wachsen können, damit sie nachher weltweit Nummer 1 sind. Und da ist sehr viel Geld im Spiel. Und da gibt es natürlich Ungleichheiten, weil gewisse Leute haben nicht die gleichen Möglichkeiten und werden verdrängt vom System. You want tomatoes, right? On it as well? Yep, okay. Sure. Cool. Gemeinsames Kochen zum Feierabend. In Hausschuhen, made in Switzerland. Damians Freundin Jennifer arbeitet, ganz typisch für diese Gegend, in einem Start-up-Unternehmen. Wie ist es mit der Amerikanerin zusammen zu sein und in Amerika zu leben? Ich würde sagen, ehrlich gesagt, hilfreich. Weil es ist manchmal schwierig, in der amerikanischen Kultur rauszukommen und sich zurechtzufinden. Und wenn man jemanden daheim hat, den man fragen kann, dann ist das sehr hilfreich. Gibt es viele kulturelle Differenzen, an denen ihr arbeiten müsst? I think nothing that's bad, but we like worked it out. Things like different living together. I mean, I think we have a very orderly house. You know, everything has its place. You know, no shoes in the house. I mean, I like that too, but I think for sure. Damian Felchlin hat also die Ordnungsliebe aus der Schweiz mitgebracht und gleichzeitig in den letzten 6 Jahren viel gelernt hier. Und gerade ich, wo in der Schweiz eher halt schlussendlich in einem kleineren Dorf aufgewachsen bin, hat man so gewisse Vorstellungen, wie das Leben sein sollte. Gerade auch in New York und jetzt wiederum auch in San Francisco habe ich dürfen eigentlich lernen, dass man auch einen anderen Lebensstil haben kann, wo nicht, das ist nicht falsch oder richtig, das ist einfach anders. Ein neuer Blick auf die Welt und die Menschen. Eine Erkenntnis, die Damian Felchlin wohl mit den meisten Schweizerinnen und Schweizern teilt, die zurzeit im Ausland leben. Enjoy your meal. Enjoy.